Dass Sie heute so zahlreich zu uns nach Badhausen in unsere schöne, geschmückte Mehrzweckhalle gekommen sind. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen als Bürgermeister dieses schönen Ortes, bevor wir dann zur Tombola gehen und dann die Treuenadel für 30-jähriges Urlaub machen in Badhausen verteilen, dass ich vielleicht noch ganz kurz für diejenigen unter Ihnen, die unseren Ort noch nicht so kennen, vielleicht ein bisschen was über Badhausen erzähle. Badhausen, liebe Kurgäste, Badhausen liegt auf 703 Höhenmeter über dem Meeresspiegel, umrankt von Bergen wie dem Bürstling, dem Pegelstein, die Führerspitze, welche mit 1776 Meter hoch in den Himmel hinauf ragt. Gegründet wurde unser Ort Badhausen im Jahre 1009, und zwar von Heinrich dem Flözer. Heinrich der Flözer war ein Neffe von Heinrich dem VI. Und die Geschichte erzählt es in etwa so: Heinrich der VI. Hat seine Gemahlin, die heilige Algunda, mit einer Reitpeitsche aus dem Haus vertrieben. Und zwar so in dieser Art, dass sie dann fürderhin beschloss, lieber alleine zu wohnen. Sie hat sich dann eine Zelle gesucht oder ein Haus, um eben dann fürderhin alleine hausen zu können, und daher der Name Badhausen. Gleich nach dem Umzug, kurz darauf, wurde die heilige Algunda dann erschlagen und dann aber auch prompt nach ein paar Wochen schon heilig gesprochen, um dem damalig aufkommenden Reliquienhandel neuen Aufschwung zu geben. Der Unterkiefer der heiligen Algunda befindet sich derzeit im Privatbesitz. Ein Konsortium aus New York hält die Mehrheit, aber wir in Badhausen sind stolz als stolze Bewahrer des gesamten Schlüsselbeins der heiligen Algunda. Und wer ein Interesse hat in unserer schönen Pfarrkirche, kann es dann auch anschauen. Ansonsten wäre zu sagen, wie gesagt, Jahrhunderte vergehen, kommen, gehen, nicht wahr, das Mittelalter hindurch, war Badhausen ein stiller Ort. Es war wenig bei uns los, auch die Renaissance war relativ ruhig. Im 18. Jahrhundert, auch ein ruhiges Jahrhundert, Badhausen war immer eine hervorragende Viehweide. Im 18. Jahrhundert nur noch zweimaliges Vorkommen der Cholera. Aber dann im 19. Jahrhundert, liebe Kurgäste, ging's los, Schlag auf Schlag. Nicht wahr? Da kam zum Beispiel gleich zu uns der berühmte Ölmaler Nepomuk Prebzl.
nach einer langen Odyssee, er soll vorher noch in Rosenheim gewohnt haben. Und er hat ja dann auch den historischen Saustall von Bad Hausen gemalt. Nicht mal der Original-Saustall wurde ja vor 2 Jahren abgerissen. An seiner Stadt steht jetzt ein schmuckes Feuerwehrhaus da. Aber wer das Ölbild anschauen will, in unserem Heimatmuseum jederzeit zu besichtigen, jeden Donnerstag von 16 bis 17 Uhr. Und wer im Vollbesitz einer gültigen Eintrittskarte ist und einer Kurkarte, bekommt 5% auf den Eintrittspreis. Ja, sonst wäre zu sagen, ein paar vielleicht noch Informations und Effekte über unseren Ort. Vielleicht ganz besonders, und das freut mich auch sagen zu können, dass ja immer berühmte Persönlichkeiten zu uns gekommen sind. Berühmte Kurgäste, wo wir stolz sind, sie nennen zu können. Zum Beispiel war bei uns der Friedhelm Bach, also das ist historisch nicht ganz erwiesen, der Sohn von dem Bach, der eine TBC auskuriert haben soll, bei uns ein bisschen komponiert hat. Dann waren aber da, und das ist verbürgt, Hermann Göring war ein häufiger Gast in Bad Hausen. Er hat hier eine Jagd gehabt und persönlich zum Halali geblasen, dass jetzt ihm erst vor 2 Wochen die Ehrenbürgerschaft genommen wurde. Naja, Sie wissen ja, die Presseheinis wollen auch ein bisschen was schreiben. Aber es kamen auch andere Leute zu uns, zum Beispiel Konsul Weyer war häufig bei uns. Der Schlagersänger Gus Backus war bei uns. Es waren bei uns, ja, und jetzt komme ich vielleicht als Bürgermeister drauf, liebe Kurgäste, und die Herzen der Hausener schlagen höher, wenn wir daran denken, kein anderer als unser leider früh verstorbener, allzu früh verstorbener Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Er war bei uns, er hat bei uns seine Zelte aufgeschlagen, wenn auch nur einen Nachmittag lang. Aber die Geschichte erzählt es folgendermaßen. Franz Josef Strauß war mit dem Motorrad unterwegs und, wie man auf Deutsch sagen würde, eine Benzinpumpe verreckte. Es musste eine neue beschaffen werden. Und Franz Josef Strauß, nicht wahr, schickte, um zur Besorgung dieser Benzinpumpe, Edmund Stoiber und Gauweiler. Wer wird die Benzinpumpe früher bringen? Und es war kein anderer als Stoiber, der mit dem Hubschrauber die Benzinpumpe nach Bad Hausen geht und daher auch historische Weichen gesetzt hat. Das war der historische Akt von Bad Hausen. In der Zwischenzeit musste ja Franz Josef Strauß auf die Benzinpumpe warten und es ist historisch vermerkt, in dieser Zeit hat er dann die historische Brotzeit, die Hausener Brotzeit zu sich genommen. Einen Wurstsalat, 7,5 Bier und einen Obersten sowie 3 Obstler. Meine Damen und Herren, dieser historische Event ist festgehalten in unserer Gaststätte zum Wiesenschmetzer. Und wir haben jetzt auch einstimmig beschlossen im Gemeinderat, eine Skulptur gleich beim Rathaus aufzustellen. Unser lokaler Künstler, Herr Schmitz-Zeitzig, wird beauftragt, eine bronzene Benzinpumpe in Bad Hausen aufzustellen. So, und jetzt noch ein bisschen was über unseren Ort. Also ich habe ja schon erwähnt, Bad Hausen liegt 703 Meter über dem Meeresspiegel. Wir haben derzeit 862 Einwohner. Unsere Gästebettenkapazität liegt derzeit bei 8.774 Betten. Wir gehen aber davon aus, dass wir zur Jahrtausendwende eine 40%ige Gästebettenerhöhung haben, sodass wir mit ca. 12.000 Betten ins nächste Jahrtausend gehen. Das würde bedeuten, bei einer 90%igen Auslastung kämen wir dann auf ungefähr 128.000 Übernachtungen. Würde man die Übernachtungen auf unsere Höhenmeter beziehen, liebe Kurgäste, kämen wir auf 1.368 Übernachtungen pro Höhenmeter. Damit leben wir ungefähr 26% über dem, was derzeit in der Nähe des Kilimanjaro übernachtet wird. Jetzt vielleicht zum Schluss noch für Sie, was erwartet denn den Kurgast bei uns in Bad Hausen? Da kann ich nur sagen, da ist für die Fantasie kein Raum mehr. Da hat die Fantasie keinen Platz mehr, weil alles ist in Bad Hausen möglich.
vom River Rafting bis zum Mountain Climbing, Mountain Biking. Aber wer es vielleicht ruhiger will, der geht in den Wald, nicht wahr? Kann Fresh Air Snapping genauso betreiben wie Mushroom Searching, nicht wahr? Und wer am Abend einmal Smirli hat, der macht eine Original Candlelight Broadsighting, nicht wahr? Wenn es ringt, haben wir Televisioning im Hotel. Und wer kein Marmelade macht, der macht ein Weißwurstding in der Früh. Meine Damen und Herren, liebe Kurgäste, auch das möchte ich nur sagen, unser Ort empfiehlt sich besonders für den Seniorenkreis. Wir sind die ruhigsten 703 Höhenmeter in Mitteleuropa. Dank unserer letzten Entwicklung sind wir weitgehend kinder- und jugendfrei. Niemand wird bei uns gestört. Also ich kann bloß sagen, kommt nach Bad Hausen, fühlt euch wohl. Das sagt euch euer Bürgermeister. Willkommen in Bad Hausen. Welcome to Bad Hausen. Ich danke, wir sehen uns ja bald. Bei uns natürlich auch einiges geboten. Es gibt einen Schützenverein, Kräger- und Veteranerverein, Obst- und Gartenbauverein, Sportverein, Burschenverein, Schützenverein und Grundschule. Na und seit kurzem gibt es bei uns einen neuen Golfplatz mit 8 Lecher. Also es sind sogar 9 Lecher mit dem Vorstand, aber... Leid was vor allem, was wir haben in Hausen, Leid. Hausen hat eine super Kanalisation. Da müsst ihr es da um München, Perlach, wie Hofolding, Sauerlach, Unterhaching, Mosach, Allach, Obermenzing, Vaterstetten. Müsst ihr es da ganz weit umeinander fahren, bis ihr irgendwo hinkommt, wo es so eine super Kanalisation gibt. Weil sie haben gesagt, gut, bauen wir eine Kanalisation oder bauen wir keine Kanalisation. Gut, wir bauen eine Kanalisation, aber wenn wir eine Kanalisation bauen, dann bauen wir eine super Kanalisation. Absolut, da werden nicht rumgespatzt, also, und muss ein tipptopp super Sache dass ich kurz erklär, absolut. Dass ich kurz erkläre, was der Stoffel damit meint. Also außen hat er, wie gesagt, wie schon erwähnt, so 800 Einwohner, ein bisschen drüber. Und die neue Kanalisation hat über 20.000 Anschlussmöglichkeiten. Das ist ja absolut super Sache, Leute. Die ganze Kanalisation kommt ohne Pumpen aus. Also es ist ein super natürliches Gefälle drinnen. Keine einzige Pumpen in der ganzen Kanalisation. Unser Bürgermeister oder Baufirma? Ja, absolut. Ein Verein, ist euch bestimmt nicht entgangen, ist jetzt noch nicht erwähnt worden und das ist der wichtigste Verein im Dorf und dem wollen wir jetzt gleich am Anfang ein Lied widmen, das ist die Freiwillige Feuerwehr Vorhausen. Und los geht dort das Lied mit der offiziellen Hymne der FFW Hausen. Wir sind die tapfersten Bayern, wem tut's vor gar nichts grausen. Jawohl, die sind die Männer von der Feuerwehr von Hausen. In ihrer Schneidinguniform wird jede Woche trainiert. Bei jedem Festumzug wird mit der Fahne mitmarschiert. Und wenn im Dorf ein Bierzelt steht, wo ist die Feuerwehr? Draußen auf den Straßen und regelt den Verkehr. Was war in unser Hausen, wenn wir die Feuerwehr nicht hätten? Feuerwehren schützen, Feuerwehren löschen, Feuerwehren retten. Letztes Jahr am Sonntag
Todesgefahr. Ein Websen ist das Nummer. Beim Stammwirt im Biergarten in der Früh sind sie erst vorgekommen. Und der Ölspur haben sie beseitigt vom Hofer vom alten Kund. An der Kreisstraße war total sperre, geschlungen in 13 Stunden. Und wie es die Katz vom Lehrer vom Kirchendach geholt hat, hob sie die Saufig und den Einsatz zwang. Und beim Wegfahren fahren sie es zusammen. Während der Schuhhosen zusammenpasst, den Mist kann er auf die Straßen. Feuerwehrschützen, Feuerwehrlöschen, Feuerwehren müssen sich blöd ohren lassen. Endlich ist die Sirene gegangen, die Hähnerfarm in Riet hat brennt. Mit wild entschlossenen Gesichtern sind sie zum Einsatzwang gegrennt. Mit Blaulicht sind sie gleich losgerast in einem Mordskaracho. Doch für sie kommen, waren 20 andere Feuerwehren schon da. Vereinigt haben sie noch nicht gespritzt, sie haben sie selber übertroffen. Verbrennt ist kein einzig Seehändel, 20.000 sind das Sommer. Die waren doch eh total verschissen, die Hühnerkäfigzellen. Feuerwehrschützen, Feuerwehrlöschen, Feuerwehr in Käfen gegen Salmonellen. Unser neues Feuerwehrhaus und herrlich anzuschauen. Mit einem Zirkelstübel und Computerübungsraum. Ein Whirlpool wird ein Neubauts, drum in der zweiten Etage. Und für den neuen Spritzenbomb ein super Tiefgarage. Das Ganze für 8 Millionen, was heißt, da Geld noch schmeißen? Weil für den Kindergarten kein Geld da ist. Dann die anderen mei aufreißen. Doch auf unseren neuen Bürgermeister kann die Feuerwehr vollzählen. Feuerwehrschützen, Feuerwehrlöschen und Feuerwehren wählen. Ich habe meinen gastronomischen Betrieb jetzt schon, wir haben ihn in der vierten Generation, hey, in Hasen. Und ich muss sagen, also, sicher, wir haben immer, also soweit ich zurückdenken kann, hey, wir haben immer vom Ausflügler gelebt. Hey. Motorisierte Ausflügler, mit dem Auto sind sie gekommen, hey, auch Busse, hey, nach Österreich, von Österreich, hey, das war ja so. Brauchen wir gar nicht um einen heißen Brei drüber reden, das ist klar. Jetzt ist natürlich der Osten, der macht sich bemerkbar, gell? Den schmeckt man schon. Es kommen die Tschechen, die Ungarn, ne? Die kommen alle. Kann man ja nicht verhindern. Ne? Ganz, ja, Polaken, diese Wallfahrer, die jetzt nach Rom fahren und so weiter. Ja, ich merk's doch, nicht? Ich merk's in meinem Betrieb. Am Pommes frites-Ausstoß. Was auch nicht, Wallfahrer fressen Pommes frites, dass man sagt, ja, was ist da los, gell? Aber ich muss auch sagen, wissen Sie, Gastronomie, das ist für uns immer, das ist eine Herausforderung. Das war immer, wir haben uns immer mitentwickelt, mit der Entwicklung motorisiert und so weiter. Okay. Und wir haben, schauen Sie, eine, wenn Sie heute eine Küche sehen dann bei uns, das ist Hightech. Okay. Und wie gesagt, das sind Kosten, Investitionen. Okay. Was meinen Sie, ich war, das ist ja nicht lang her, weil ich wieder vor der Aufgabe gestanden, was machen wir? Ein Großraumspüler, hey, was der kostet? Jetzt haben wir noch gedacht, vielleicht nimmst du doch einmal wieder einen Spüler, ne? Einen lebendigen Spüler, ja, halt einen Spüler. Ne? Aber wissen Sie, der sagt sich leicht, hey, heute einen deutschen Spüler nehmen. Ne? Das klingt patriotisch, aber betriebswirtschaftlich ist das ein Desaster. Ne? Hey? Ne? Verstehen Sie? Nein, nein. Ich bin ja gewarnt gewesen, ich hab's ja gewusst, aber irgendwann haben wir gedacht, naja, also, ne, Mut zum Risiko, gell? Dann bin ich zu der Firma Secret Power, ne, und hab mir, also einen Bangladeschi hab ich mir ergattert, ne, den Herrn Prabang, gell? Aber jetzt muss ich sagen, also, ich zieh den Hut vor dem Mann, gell? Ich war natürlich skeptisch am Anfang, gell? Ich hab gesagt, Herr Prabang, gell? Also, ich nehme sie, gell?
4,30 in der Stunde. Ja. Aber jetzt muss ich noch was sagen. Ja. An so einem Mann können Sie das Dilemma des Wirtschaftsstandortes Deutschland erkennen. Ja. Ja, ja, wir haben noch gesagt, also Sie kriegen die 4,30 Herbrand Bang, aber es muss Ihnen klar sein. Ja. Sie stehen direkt in Konkurrenz. Geh mit einem Großraumspüler, den ich bei der Firma Quelle gekauft hätte. Hey? Aber ich hab gleich gesagt, das weiß er. Er kennt die exzellenten Produkte der Firma Quelle. Hey? Und ich kann nichts sagen, der Mann hat gearbeitet, 70 Stunden, reibungslos. Hey? Aber, und jetzt kommt das Problem, jetzt geht's schon los. Hey? Na, an diesem Mann, ich wollte es Ihnen ja nur mal, damit Sie das sich vorstellen. Hey, die Brüssel, ich sag bloß nur Brüssel. Wahnsinn. Hey, was die da im Schädel haben in Brüssel, das ist doch ein Wahnsinn. Diese Kämpfreifanatiker, ne? Ja, die wollen ja nur und dann diese Kosten, ne? Das geht ja los, Abwasser, Abfuhr, alles mit ab, ab, ab. Hey, da habe ich hingemessen zum Brabant, sage ich, Herr Brabant, Brüssel, Sie verstehen. Hey, hey, ich kann die Firma 30, das geht leider nicht, sage ich Sie. Ne? Wir müssen neu verhandeln. Okay. Ich habe gesagt, Herr Brabant, ich weiß, das schwächste Glied, ne, das sind Sie, ne, aber irgendwo muss der Kostendruck ja hin. Okay. Habe ich gesagt, gehen wir runter auf 3x10, Herr Brabant. Habe ich gesagt, ist das für Sie noch eine? Ne, aber ich muss sagen, also dieser Brabant, also wirklich ein flexibler Mann. Okay. Sehr flexibel. Nein, diese Leute sind also, verstehen Sie, die wissen, was moderne, das ist Globalisation. Gell? Die kennen globalisierte Ökonomie. Gell? Und er hat auch gesagt, das will ich sagen. Er sagt zum Beispiel, er weiß genau, wo er der Wind pfeift. Er sagt, wenn bei Ihnen in Asien der Taifun geht, gell? Der Wirbelsturm, sagt er, das Bambusrohr, sagt er, gibt nach. Das sagen Sie mal im Deutschen. Gell? Ein Deutscher, der sagt, ich bin ein Orchen. Nein, und dann pssst, ist er weg. Nein, hey? Nein, nein, also ich ziehe den Hut vor dem Mann. Hey? Aber ich sage nur, wenn Sie der Standort Deutschland, wann war das? Wann haben wir. Wann war das Bier? Was? Ja, genau, da haben wir das Bierzeug gehabt. Ich habe ein schönes Bierzeug aufgestellt. Nein? Und dann war der Ding da, der Erwin Huber. Ich habe eine Gelegenheit gehabt, mit dem Erwin Huber ein paar Worte zu wechseln. Nein, dann sage ich, Huber, sag ich, was ist denn los? Sag ich, das mit dem Weigel, das ist doch nicht mehr nachvollziehbar. Wisst ihr denn nicht, was wir an der Front heute für Auflagen haben? Ihr setzt uns Hürden, das kann man nicht mehr überspringen, sag ich. Weiß der Weigel, wenn ich allein einen Kartoffelsalat mache, okay, was das für mich mit einem schönen Rollbraten dazu, ne? Was das für mich heute für eine, das ist ja nicht zu machen, rumlaufen muss ich, lala Gummi, ne, wie ein Präservativ, laufe in der Küche rum, ne, bloß damit ich einen Kartoffelsalat machen darf. Und dann diese Auflagen überall, ne, die spinnen doch da in Brüssel, sag ich, sind die wahnsinnig. Ne, Energiepreise werden erhöht, ne, dann Forderungen, ich muss mein Fett in der Fritteuse noch häufiger wechseln, ne? Wenn es nach denen geht, alle 3 Wochen. Ne? Da sag ich, ja, ich sag, Huber, so geht's doch nicht. Okay? Und wissen Sie, wir von der Gastronomie, für uns ist der Gast im Mittelpunkt. Es geht um den Gast. Okay? Wenn der Gast heute ein Biofleisch will, ja, dann kriegt das. Bloß die Kosten. Bis sie das Fleisch von England über Portugal dann nach Berlin und diese Kosten, ja. Ne? Und dann sag ich, ja, also die sind alles Kosten, habe ich nochmal gesagt zum Brabant, sage ich, Herr Brabant, Brüssel, Sie verstehen, auch gleich gesagt, der weiß Bescheid, sage ich, gehen wir nochmal runter, sage ich, auf 2,60 €, sage ich, in der Stunde, ne? Eine neue Offerte, gell? Dafür machen Sie 80-Stunden-Woche, sage ich, dann können Sie es kompensieren. Gell? Aber wissen Sie, ich muss sagen, ich bin derzeit wirklich in Sorge. Ich bin in Sorge um unseren Standort. Wenn jetzt die rot-grüne Koalition kommt und dann der Schwanz mit dem Hund wedelt, die sind ja sowieso total verrückt. Wenn es nach denen geht, Energiepreise auf, ich kann meine Fritteuse nicht mehr heizen. Meine Pommes frites in der Form darf ich gar nicht mehr bringen. Nein, das ist nicht mehr, geht doch nicht. Schmiergeld, das schaffen Sie ab, ganz klar. Ne? Bloß ja jeder weiß, eine Wirtschaft, die nicht geschmiert ist, die läuft heiß. Ne? Das ist aber denen wurscht. Ne? Ja,
das sind doch Kosten. Aber mir ist auch wurscht. Dann sollen sie die Leute meine Pommes frites einzeln beim Juwelier kaufen. Mir ist das egal. Gell? Nein. Nur ich sag, wenn das so weitergeht, sag ich, Herr Brabant, dann bin ich nicht mehr in der Lage, dass ich einen Stundenlohn von einer Mark biete. Ich sage, ein Mark ist sowieso wirtschaftlich überbewertet. Gell? Aber der hat gleich gesagt, der Brabant sagt, er versteht das, aber sagt er, und das ist jetzt interessant, er sagt, wenn er in Deutschland das nicht mehr kriegt, sagt er, und für ihn ist der Gradmesser für Prosperität, okay, das ist für den Brabant, hat er gesagt, jeden Tag eine Handvoll Reis, die möchte er haben. Okay, da besteht er drauf, sagt er. Wenn er die nicht hat, dann wandert er ab. Okay, er sucht sich einen neuen Wirtschaftsstandort, der tendiert sowieso nach Asien, sagt er. Okay? Und wir schauen zu, wie die Ratte das sinkende Schiff verlässt. Wir lassen einen Fachmann mit dem Brabant nach Asien abwandern. So weit sind wir heute. Wissen Sie, und ich muss sagen, aus meiner Sicht, irgendwie und irgendwo kann ich einen Mann mit diesem Brabant sogar verstehen. Also am 31. Mai war das, da war es soweit, da hat der Sportverein bei uns hat 40-jähriges Jubiläum gehabt und die haben sich natürlich überlegt, wie man das Bierzelt, wie man das vollkriegt. Die Steigerwälder, die überall, Originalsteigerwälder, die überall bei uns gastiert haben in der Umgebung, in den Bierzelten, die haben bloß mehr so 700, 800 Leute gezogen. Da hat man sich überlegt und hat dann einen Erwin Huber engagiert und der Erwin Huber, der hat das Bierzelt dann auch voll gemacht. Absolut. Und ihr habt es vielleicht von der Geschichte gehört, weil das bayernweit, wenn nicht gar deutschlandweit berühmt worden, weil es im Radio gekommen ist, was da passiert ist. Der Sportverein Vollhausen wird heuer 40 Jahre alt, drum haben's gleich hinterm Klärwerk ein Bierzelt ausgestellt. Der Räubrom im Kartoffelsalat kostet so viel wie eine Mass. Bloß 84, ja gibt's denn dies, da macht das Feiern Spaß. Am Nachmittag zum Ochsenrennen kommt das ganze geil. Der Landler und der Erwin Huber in der ersten Reihe. Die Christen Ochsen laufen neu bei in der ersten Reihe. Am Ohnspalt rührt ein Ploskabäun, das zahlt das Kram mit voll. Alles bringt zum Räubrom hinter, man kommt kein von der Stall. Bis vor Kissing und vor Hörmann spürt, da sind die Leute halt da. Ein Räubrom für 84 Mensch, wo gibt's das heutzutags noch? Jetzt spielen sie nicht viel Lärmarsch, Leute, jetzt geht's auf. Der Fest tritt her, der Erwin Huber marschiert auf Bühnen auf. Dass eine liebe Festgäste, kann ich euch garantieren, Kurden, Sozi im PDS, werden Bayern nie regieren, dass der Räubrom im Kartoffelsalat für 84 geht. Das zeigt, dass Bayern kulturell an erster Stelle steht. Drauf stimmt das ganze Festzelt in das Lied der Bayern ein. Auf einmal fängt der Geschwindner an, ganz fürchterlich zum Spein. Im Zelt ist jetzt der Teufel los, hint und vorn ist weit. Der Huber winkt die Leibwächter, alles wirkt und schreit. So fischt bloß kaum einer zusammenzwickt, es hilft nix, welch ein Graus. Der Räubrom mit dem Kartoffelsalat spritzt vorn und hinten raus. Wo bleibt denn's nur der Kreuz? Mensch, wir brauchen Rettungsweg. Vom Festtrainer, vom Erwin Huber, war nix mehr zum Singen. Das ganze Haus der Bierzeug, ein einziges Lazarett. Malteser und das Rote Kreuz, die fahren mit Land und mit. Die Krankenhäuser rundherum, die kennen nicht mehr nimmer. So wollen die Bayern drei noch nicht.
ist Hausen heil schon gekommen. Was an dem Unglück schuld war, Salmonellen oder nicht, ich geh nie mehr ins Bierzeit, wo der Erwin Huber redt. Zum echten Jubiläum, zum großartigen. Die Freiwillige Feuerwehr hat ein 100-jähriges Gründungsjubiläum gehabt. Das war verbunden mit der Fahnerweihe. Jeder, der sich auskennt, weiß, was das bedeutet. Die Vorstandschaft hat 4 Jahre lang vorher schon sich Gedanken gemacht, wie man das Ganze kulturell begehen kann. Unzählige Sitzungen, dass das was Besonderes wird. Und dann, bis es soweit war, ist eine Bierzeit aufgestellt worden. Und es ist losgegangen, eröffnet worden ist die Festwoche mit dem Feldgottesdienst. Dabei haben der Kirchenchor und der Gesangverein von Mozart die Spatzenmesse durchgezogen. Leute, das war im Rahmen von einem Kreissingen. Müsst ihr euch vorstellen, alle Chöre vom Landkreis sind gekommen und haben zusammen gesungen. War wirklich eine super Sache, tipptopp organisiert, weil sie noch gesagt haben, gut, machen wir ein Kreissingen oder machen wir kein Kreissingen? Gut, wir machen ein Kreissingen, aber wenn wir ein Kreissingen machen, machen wir ein super Kreissingen. Und am nächsten Abend ist es weitergegangen. Am nächsten Abend hat der Schützenverein Hubertus Kreisschießen veranstaltet. Na und die Feuerwehr selber hat am übernächsten Tag dann nur Kreisspritzen durchgeführt. Das war auch ganz toll, ganz weit gespritzt. Ja, und der Kreis Vogelschutzbund hat auch mitgemacht. Also wir sind Mitglieder der Freiwilligen Blaskapelle und wir haben die ehrenvolle Aufgabe gehabt, den Festausgang zu gestalten. Und wegen dem Kirchenchor und Gesangverein, wegen dem Mozart, haben wir uns saumäßig unwohl gefühlt, weil wir außer den üblichen Potpourris, bayernweit üblich, alte Kameraden, der mit dem Wolf tanzt, Sierra Leone, haben wir nicht gewusst, Sierra Madre, haben wir nicht gewusst, was wir jetzt irgendwie, dass wir was Spezielles da drauf hin. Und dann hat der neue Dirigent, der hat sich erinnert, dass ein gewisser Friedemann Bach bei uns einmal in Hausen war und da was komponiert hat. Und das hat er ausgeräumt gehabt, eine Improvisation, eine Impression aus Hausen. Und das haben wir gespielt. Wir spielen jetzt aus dem Festkonzert, aus dem Festprogramm von Friedemann Bach den 3. Satz aus seinem großen Concerto Bavarese für hohe Trompete, Basso Continuo und Streichorchester. Die Satzbezeichnung lautet Allegro Moderato con fuoco ma non troppo. Thank you.
Also ich finde es ganz nett, wenn jemand ein bisschen musiziert. Aber ja, ich mein, wer es mag. Okay? Also, ja, für mich zum Beispiel geht ein ganz anderes an. Ich bin wiederum, wie soll ich sagen, wenn ich zum Beispiel den Boris Becker sehe. Okay? Also bei Becker, da flippe ich aus. Muss ich sagen, bei Becker, man muss natürlich auch sagen, dieser Becker ist im Allgemeinen, ganz egal, ob er auch einmal verliert, aber immer wenn er auftritt, das ist Dramatik, da knistert es. Das ist der Star der Arena, verstehen Sie? Becker, dieser Mann, das ist ein Fighter, ein klassischer Gladiator, der hat ein Charisma. Ich meine, das hat Sempres, ist auch ein Spieler, ne? Klar, nicht mehr, auch Muster, sicher, Muster ist ein Fighter Natur, aber zum Beispiel diesen Muster fehlt, meines Erachtens, dieses... Deckerhafte. Verstehen Sie? Sie sehen, natürlich, ich bin ein Tennisfreak, ganz klar. Ich muss auch sagen, also ich schaue mir alles an, ob das Australian Open ist oder New York Open oder Filderstadt Open, BMW Open. Nicht, für mich kann es nicht Open genug sein. Auch Bayern Open, selbstverständlich. Nein, aber ich muss sagen, also, naja, gut, schauen Sie, jetzt haben wir Mai, nicht mehr lange, der Countdown hat begonnen. Dann bin ich sowieso am Zenit, nicht wahr? Des Tennis bin ich wieder in Wimbledon, nicht wahr? Ich bin jedes Jahr in Wimbledon. Ich habe meine Tickets nicht immer alles gefaxt. Na, also Wimbledon, das ist für mich, wie soll ich sagen? Wimbledon, das müssen Sie so sehen, das ist für einen Tennisfreak ist Wimbledon was für einen Katholiken Altötting ist. Verstehen Sie? Das ist einfach. Nein! Das ist, wenn Sie, die Engländer sagen ja auch Wimbledon, it's a must. Verstehen Sie, das ist einfach, man muss das aber auch richtig, wenn Sie, Wimbledon, das kann man mit Deutschland nicht vergleichen. Das können Sie, das ist ein ganz anderes Level, and it's a different world. Verstehen Sie, das können Sie mit Deutschland. Nein, schauen Sie die Leute in Wimbledon, die sich Tennis anschauen, das sind Leute, die haben ein Know-how. Nicht wahr? Das sind Leute, die verstehen etwas. Das sind Connoisseure. Verstehen Sie? Das ist eine Public, das sind Nobles. Ja, das ist Aristokratik. Keine Krattler wie bei uns. Verstehen Sie? Nein, Moment, das müssen Sie einmal erleben. Das muss man einmal in seinem Leben erlebt haben. Ja, im Center des Center Courts. Ja, da sind Sie aber wirklich im Zenit der Welt. Da sitzen Sie da, vor Ihnen die Royals, auf Tuchfüllung, so wie Sie. Ja, nicht wahr? Ein Duke von Windsor, ein Duke von Wellington, ein Royal nach dem anderen. Ja, der vor Ihren Augen ein Coca-Cola sauft, mein lieber Schwan. Also, ich sage Ihnen etwas. Ich habe einmal durch Zufall in Ampfing erlebt, wie unser Ministerpräsident eine Leberkässemmel gegessen hat. Also, erschreckend. Nein, bitte, verstehen Sie mich richtig, ja? Ich meine, Stoiber, ich stehe zu Stoiber, das ist in der Politik eine Lichtgestalt, der Mann. Man fragt sich, ob er es notwendig hat, so eine Leberkässemmel zu essen. Hat man doch nicht notwendig, nicht wahr? Nein, ich will nur sagen, verstehen Sie, Tennis, das ist England, schauen Sie, in Deutschland will ich gar nicht reden.
Nur weiß ich, bei uns, verzeihen Sie den Ausdruck, heute jeder arschweiße Schuhe kaufen kann. Da hat er mit Tennis nichts zu tun. Bei uns spielen heute Leute Tennis, die hätte man vor 2 Jahren noch aus dem Bierzelt rausgeschmissen. Ne? Ach, hören Sie, ich weiß doch, wovon ich rede. Ne? Könnt ihr Ihnen da Sachen erzählen? Schauen Sie nicht lange her. Wir haben in unserem Bad Hausen, nicht wahr, haben wir ein Tennis für die Youngsters. Haben wir ein Turnier in Little Wimbledon organisiert. Na, da spielt mein jüngster Sohn, der Sven, spielt. Nein, der ältere ist bei der Bundeswehr, der Pascal. Und er spielt. Na, und er spielt mit einem Kind Kollegen, nicht wahr? Und dessen Mutter, eine aufgemaschelte Person. Ding hat's angehabt, dass er, sagen Sie es mir, weiß nicht, Leopard oder Jaguar. Ich kenne mich bei diesen Tieren, was? Na, kein Goldhamster. Auf alle Fälle unangenehm. Die Frau schreit, während die da spielen, schreit die immer da rein. Oliver, Oliver, pass auf, er spielt lang rein. Sag ich, bitte, gnädige Frau, bitte lassen Sie doch die Jungen, lassen Sie spielen. Lassen Sie die jungen Leute, die sollen, nicht wahr, die sollen ihre eigenen Erfahrungen machen. Die jungen Leute, die machen das schon. Sag, bitte, turn off, die Frau, sag ich, lassen Sie das. Na, die jungen Leute, die sollen lernen, siegen, nicht wahr, psychologisch, Niederlagen, nicht mehr Victory und dann wieder Shake Hands. Ja, aber diese Frau, das ist, Oliver, Oliver, pass auf, er spielt Longline. Sag ich, gnädige Frau, bitte, haben Sie doch das Einsehen gemacht. Nicht wahr, Sie können doch, man coacht doch niemand während eines Matches. Man coacht doch nicht während die Matchen, sag ich, bitte, lassen Sie doch die. Na, ich hab gedacht, mein Gott, hätt's es halt, ne, hätt's halt ein scheiß Kind dahergebracht und nicht so ein Spasti. Ja, nein, das hab ich nicht gesagt. Ne? Aber diese Frau, das sag ich natürlich nicht. Na, aber die Frau dann immer wieder, Oliver, Oliver, pass auf, er spielt Longline. Sag ich, nee, Frau, also bitte jetzt, können Sie das nicht, lassen Sie es doch. Das ist eine Manie. Na, wissen Sie, also ich bin sehr gutmütig. Ich bin ein gutmütiger Esel, ja, aber bei der Frau ist mir auch der Kamm geschwollen. Na, bis ich dann selber runtergerufen habe, gesagt, geh weiter, Sven, blasen weg, den Kröppel vom Platz. Aber, bitte, bitte, Moment, Moment, bitte, verstehen Sie mich. Ja? Nein, nein, bitte, also jetzt tun Sie das bitte nicht missdeuten, ja? Ich bin ein Mensch, ich will, dass die jungen Menschen, die sollen lernen Selbstbeherrschung, ja, die sollen lernen Selbstdisziplin, sich zurückhalten. Das ist Tennis, verstehen Sie, das ist Tennis, das ist ein Sport, da muss man sagen, Common Sense, Social Behavior, Education, verstehen Sie, aber von der, vom Basement aus. Ja, das ist für mich Tennis. Ja, aber diese Leute mit dem Oliver, Oliver, pass auf, das macht man doch nicht. Was sind denn da? Aber wissen Sie, ich kenne diese Leute. Ich kenne sie doch. Ich kenne diese überambitionierten Arschlöcher. Ich kenne sie. Na, da kommen sie daher, na, war mit ihrem Gnomen an der Hand, na, war, führen ihn zum Schlechter, auf Deutsch Trainer. Da weiß ich doch schon, das Geld können sie in den Kamin hängen. Na, das wird doch nie was mit diesem genetischen Sondermüll. Na, was wollen? Na, verstehen Sie? Nein, ich, verstehen Sie mich bitte richtig. Ja, ich bin der Meinung, Tennis, das ist doch, da muss doch, nicht wahr, da geht's doch um etwas. Das ist wirklich, da ist ein Anspruch dahinter. Sie werden doch niemals erleben, dass mein Sohn da rumproletet. Das macht er nicht. Ich sage auch zu der Frau, wissen Sie bitte, sehen Sie doch, wir Adults, wir haben doch eine Verantwortung, eine Responsibility vor den Kids. Die orientieren sich doch an jemanden. Wenn wir schon versagen, wir müssen uns doch Correctness, verstehen Sie? Das gibt's doch nicht, sich so ein Verhalten. Nicht, das ist falsch. Sie werden nie erleben, dass mein Sohn da irgendwie rumproletet wie ein Underdog und Schläger schmeißt und Fuck schreit. Der schreit nicht Fuck. Nein, und wenn der Fuck schreit, schreit er nur einmal Fuck. Ja? Weil ich dann selber runtergehe und ihn an den Ohrwaschel nehme und mit ihm den Platz abziehe. Ja, so schaut's aus. Und dann schreibt diese Person da immer rein, Oliver, Oliver, pass auf, ich bin London. Sagen die Frau, jetzt bitte unterlassen Sie doch, dass Sie Amsel, Sie Blöde. Ja,
sag ich, Sie können ja mit, Sie können doch rauskauen, sag ich, sowas wie Sie mit der Scheißbürsten können so nicht mehr raushauen. Was willst du denn, sag ich, du Blutzen, du Blöde, sag ich, jetzt lass dich dabei. Das ist doch Scheißwissen der Feinde, sag ich, du Brutzkachel, du Ochsuchte, sag ich. Ja, dann hat sie sich beschwert, ich werde mich beschweren, ich geh zur Turnierleitung. Aber wenn Sie so jemand kann sich beschweren, die soll rück zur Turnierleitung gehen. Weil was so eine Hämorrhettenbritsche sagt, ja, das ist einfach unter meinem Niveau. Jetzt darf er gern miteinander, mit euch ein Lied singen. Ihr singt es beim Refrain, jetzt sind wir mit. Der Refrain ist das, was am Schluss wiederholt wird. War wirklich eine super Sache, wenn es jetzt einsteigt hat. 100%. Ihr nehmt euch auf. Okay. Alles klar. Zum Waschen, der Wein, der gehört für'n Wurst. Ein Bier, das gehört zum Trinken, für'n Hunger gibt's eine Wurst. Auf dem Topfen, auf gehört der Degel, der Schlüssel, ein Schloss. Die Kirchen gehört zum Pfarrer und der Sattel auf aufs Ross. Die Kirchen gehört zum Pfarrer und der Sattel auf aufs Ross. Ist was gewesen? Glaubt's euch noch? Der Wohnwagen gehört zum Wohnen, das Auto gehört zum Fahren. Die Holländer kehren aufs Radeln auf und nicht auf der Autobahn. Der Tag, der gehört zur Nacht und zum Kanal der Ratz. Der Kaiser gehört am Warsteiner, der Rehagel, der Katz. Der Kaiser gehört am Warsteiner, der Rehagel, der Katz. Dein gehört die Zukunft, jedoch der raue Hahn kehrt wie's schöne Altmühltal der Vergangenheit längst an. Die Autobahn durchs Isental, die Kosten auf vergeut. Der Bürger kehrt ins Hirrenhaus, der da gern Steuern zahlt. Der Bürger kehrt ins Hirrenhaus, der da gern Steuern zahlt. Der Fußball kehrt ins Tor vom FC Bayern nein. Und die Münchner Löwen, die kehren am Löwenbrei. Die kehren am Löwenbrei. Die Bixen kehren verboten, a Flaschen kehrt entkorkt. Der Müll, der kehrt recycelt, der Koppel kehrt entsorgt. Der Müll, der kehrt recycelt, der Koppel kehrt entsorgt. Zum Mist, da kehrt der Käfer, zum Ochsen kehrt das Hai. Das Plutonium kehrt in Sperrvertrag und nicht nach Garching 2. Der Euro kehrt nach Luxemburg, zum Markt, da kehrt der Pfennig. Die Schulden kehren uns alle, der Tegernsee kehrt wenig. Die Schulden kehrt uns alle, der Tegernsee kehrt wenig. Frankenstein kehrt ins Genlabor, der Werwolf an die Kett, der Dracula zu die Vampire, der Beckstein zum Kabinett. Der Blinddarm, der ist nutzlos und der Kropf kehrt operiert. Und der bayerische Senat kehrt endlich pensioniert. Und der bayerische Senat kehrt endlich pensioniert. Der Richter kehrt zum Gericht, zum Schießen kehrt das Quer. Der Mörder kehrt ins Zuchthaus nein und nicht in Bundeswehr. Zum Rind, da kehrt der Wahnsinn, zum Knack, da kehrt der Hals. Der Brozner kehrt zur Menschheit, behaupten sie jedenfalls. Der Brozner kehrt zur Menschheit, behaupten sie jedenfalls. Der Schwarzbahn kehrt doch nicht zur organisierten Kriminalität. Aber allweil bloß schwarz wählen, das kehrt sich einfach nicht. Zum Anfang kehrt das Ende, zum Nichtsein kehrt das Sein. Der Türk, der kehrt die Straßen,
jetzt fällt mir nix mehr ein. Und wenn's Theater aus ist, kehren wir im Wirtshaus ein. Also, Leute, ihr braucht's nicht meinen, dass wir bei uns daheim in Hausen, dass wir rückständiger waren als wir es. Wir sind mindestens genauso fortschrittlich. Wir haben sogar bei uns im Dorf, gibt es sogar einen Frauenbeauftragten. Sehr engagiert. Ansonsten das muss... Schwindner hat ja super Frauenbeauftragten. Absolut. Ansonsten möchten wir sagen, das Dorfleben, das ist halt einfach, das hat halt, das ist halt Gott gegeben, sagt man bei uns. Der Zusammenhalt am Dorf, das ist halt einfach super, super. Anders als wir anderswo. Und man weiß genau, wer dazugehört und wer nicht. Absolut. Überall sind Trollo herrund, überall wollen beim Vorbeigeht Hund. Überall haben sie Satellitenschüssel drauf, überall schauen's Musikantenstadel auf. Überall ist der Rasen auf 2 Zentimeter hin, überall siehst du Gerangen am Balkon oben stehen. Bloß er hat seinen gestingerten Misthaufer direkt vor dem Einkaufsgigant. Jeder ist beim Obst- und Gartenbauverein, jeder ist beim Kegelverein und beim Tennisclub, jeder ist beim Sportverein, sogar der schwerbehinderte Rupp. Jeder ist beim Trachtenverein und bei der Feuerwehr, jeder ist am Sonntag in der Kirche, aber meinst er, er flackt mit seinem Fliegerl bis Mittag im Bett umeinand. Wir wissen genau. Wer alle gegen unseren Bürgermeister hetzt. Wir wissen genau, wer uns alle die Schnecken ins Gemüsegartel setzt. Wir wissen genau, wer für die neue Feier, wer vorne nichts spielt. Wir wissen genau, wer unsere tapferen Gebirgsschützen trachten es essen nicht. Wir wissen genau, wer in seinem Kopf drin total pervers denkt. Wir wissen genau, wer dafür ist, dass man alle Kreuzer abhängt. Wir wissen genau, wie euch die Geranien vom Balkon runterreißt. Wir wissen genau, wo ihr Drecksau am Golfplatz euch in die Lächer reinscheißt. Wir wissen genau, wie ihr über uns alle lacht. Wir wissen genau, wie man so einen katholisch macht. Wir wissen genau, wie er sein Häusl total unterversichert hat gegen einen Brand. This is the Schand. Wissen Sie, ich bin hier von der Kreissparkasse heute auch einmal am Asylanten oder Emigranten oder Dissidenten, Flüchtlingen einen Bausparvertrag verkaufen, dann haben wir uns natürlich was dabei gedacht.
Selbstverständlich denken wir uns dabei, erstens einmal zahlt er Gebühren, selber braucht er ja gar nicht zu bauen. Wissen Sie, Bausparen ist für sich ein Wert ohnegleichen. Wir würden ihn auch selbstverständlich einem Zigeuner, wenn er gewisse Dinge, einen Bausparvertrag, ich bin überhaupt überzeugt, wenn, sagen wir mal, der Bausparvertrag schon vor Jahrhunderten stattgefunden hätte, dann hätte man Völker wie Mongolen, Hunnen und so weiter sesshaft machen können. Verstehen Sie? Aber das wird heute in der Presse, wird der Bausparvertrag betrachtet, dass man sagt, wissen Sie, da sind heute Leute, also Schmieranten sind da heute unterwegs, Leute, wo man sagt, das sind Schreiberlinge, die... Ah, da kommt der Herr Pfeiffer. Herr Pfeiffer, grüß Sie Gott. Das ist Gott. Der Herr Pfeiffer von Merkur. Ja, ja, Herr Pfeiffer, ich würde einmal gleich sagen, gehen wir doch in Medias Res. Ja. Okay, gehen wir in Medias Res, Herr Pfeiffer. Also ganz kurz zu sagen, Sie wissen ja, diese ganzen Banken, Deutsche Bank, Hypo Bank, sagen Sie noch ein paar, Dresdner, nicht mal, machen ja ihr Satz an bekanntes Sportsponsoring, machen Kultursponsoring auf hohem internationalen Niveau. Aber wir wissen doch, die haben doch alle in die Chefetagen einen Chagall und dann haben sie die, wie heißen sie, die ganzen Modernen haben sie da drin hängen. Und wir von der Kreissparkasse haben jetzt gesagt, nicht wahr? Und das ist unsere neue Philosophie, Herr Pfeiffer. Wir haben gesagt, jawohl, wir von der Kreissparkasse Bad Hausen, wir machen Kunstsponsoring, wir aber fördern den Künstler vor Ort. Verstehen Sie? Vor Ort. Ja, wir haben gesagt, Kunst und Geld muss nicht länger ein Widerspruch sein. Wir machen der Kunst den Weg frei. Ne? Wir von der Kreissparkasse wissen doch ganz genau, was der Künstler bei uns im Landkreis braucht. Das ist ein Freund. Er braucht einen Freund, einen Katalysator, der ihn an der Hand nimmt und sagt, jawohl, lebendige Heimat. Ja. Ist doch immer nur da vorhanden, wo deine Kreissparkasse Signale setzt. Verstehen Sie? Und deshalb heißt diese unsere Aktion eben Kreissparkasse Meets Art. Ne? Kreissparkasse Meets Art. Meets Art. Ja, aber nicht mit Z, Herr Pfeiffer. Und deshalb ich werde jetzt dann auch gleich eine kleine Rede halten, Herr Pfeiffer, und unseren Künstler, unseren Gewinner, den Herrn Schmitz-Zeitzig. Schmitz-Zeitzig. TZ? Nein, mit Y. Nennen wir, ja, die haben immer einen Doppelnamen, ich weiß nicht. Auf alle Fälle werde ich dann sein Kunstwerk, nicht wahr? Risse in der Gesellschaft, das werde ich dann. Risse in der Gesellschaft, das werde ich dann. Wissen Sie, ich habe es noch gar nicht gesehen, Herr Pfeiffer. Ich meine, für mich kommt das auch nicht in Frage. Ich habe daheim ein Zirbelstüberl. Nein, für mich ist das nichts, nicht wahr? Aber es geht darum, Herr Pfeiffer, dass Sie als Zeitung das Mäzenatentum der Kreissparkasse vielleicht ein bisschen fördern. Okay? Dass Sie zeigen, und wenn ich dann die Scheckübergabe von 5.000 Mark dann, der Herr Schmitz, sei sie bekommt dann die 5.000 Mark, ja, dass Sie das ein bisschen fotografisch... Ich mache ein schönes Bild von der Scheckübergabe. Das wäre schön, Herr Pfeiffer. Gell? Sie sagen mir halt, wie ich den Scheck halten soll, ja, oder so. Das machen Sie dann, Sie wissen das ja. Herr Pflanzl, ich habe eine Frage. Ja, Herr Pfeiffer. Warum hat dieser Herr Schmitz-Scheißcheck diesen Preis überhaupt bekommen? Ja, jetzt muss ich blöd fragen. Lesen Sie Ihre eigene Zeitung mit, Herr Pfeiffer? Das hat doch Ihr Chef geschrieben. Das ist der Herr Amesmeier. Das war doch der Herr Amesmeier, Ihr Chef selber. Da war ich im Urlaub. Da waren Sie im Urlaub. Nein, das hat er selber. Wissen Sie, die Sache ist so, nicht wahr? Der Herr Schmitz-Scheißig ist ein, sagen wir mal, er ist ein alter Kunde von uns und ich vielleicht möchte jetzt kein Bankgeheimnis ausplaudern. Das tue ich auch nicht, aber er ist finanziell ein bisschen am Paddeln. Er ist... Also, quasi, er steht im Wasser. Na, was weißt du, im Wasser? Ist ein Tiefseetaucher. Aber ohne Sauerstoffflasche. Also, kurzum, Herr Pfeiffer, bitte. Also, wir konnten dann den Herrn Schmitz-Scheißig nicht absaufen lassen. Außerdem, Sie wissen ja, er ist ja, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, er ist ja verwandt mit der Großbäckerei Furtner. Ja, da sind Sie informiert, mit dem Furtner nicht mehr. Jetzt kommt man doch zum Herrn Furtner nicht sagen, dass er seinen Neffen auslässt. Das war zu peinlich. Verstehen Sie? Diskretion. Jetzt haben wir gesagt, nein, das war meine Idee, Aber wir von der Kreissparkasse haben dann gesagt, Herr Pfeiffer, wir haben gesagt, nein, wir machen einen künstlerischen Wettbewerb im Landkreis. Ja. Den nennen wir Disagissimo. Ja. Und in der Jury ist drin der Herr Amesmeier, Ihr Chef. Da ist drin der Herr Furtner und meine Wenigkeit. Okay? Auf Deutsch gesagt haben wir gesagt, wer kriegt den ersten Preis?
Der Herr Schmidt, scheiße, verstehen Sie? Der kriegt die 5000 Mark und die zahlen wir ihm sofort bei uns in der Sparkasse wieder ein. Und dann ist, haben wir wieder eine Fliege mit zwei Klappen geschlagen. Gell? Ja, das darf ich vorstellen, das ist übrigens unser Herr Spitzer. Herr Spitzer macht die musikalischen Teile der Vernissage. Herr Spitzer hat Performance studiert in Bayreuth, gell? In Bayreuth. Er hat ein eigenes Arrangement. Wie heißt das Arrangement, was Sie uns vorspielen, Herr Spitzer? Mein Arrangement? Ja. Inkasso. Inkasso, ja, gut. Ja, ich würde sagen, also wie gesagt, dann müsst ihr übrigens schon da sein, das hören wir uns jetzt dann an. Er müsste eigentlich kommen, wo ist er denn? Wissen Sie, die Künstler, wenn es keiner kennt, sind sie unpünktlich, wenn sie berühmt sind, brauchen sie immer pünktlich sein. Da ist er. Herr Schmidt, scheiße, das ist mir eine Freude, kommen Sie herein. Herr Schmidt, scheiße, ist alles klar. Bitte, wo Sie wollen, Herr Schmidt, scheiße. Hey, wir sind gerade dabei. Ja, Herr Schmidt, der Herr Spitzer vielleicht, bevor wir zur Enthüllung schreiten, meine Damen und Herren, jetzt noch vernehmen wir ein Arrangement von Herrn Spitzer in Casso. Für diesen Ohrenschmaus. Herr Spitzer, bevor ich jetzt zu enthüllen gehe, könnte vielleicht noch ein ganz kleines, vielleicht noch ein Tusch, Herr Spitzer, aber ganz kurz. Okay. Ich halte dann, dann anschließend die Laudatio. So, bitte. Sehr verehrten Damen und Herren, als Vertreter der Kreissparkasse Badenhausen möchte ich Ihnen hiermit unseren Künstler und Preisträger Herrn Schmischaschik vorstellen. Herr Schmischaschik hat über ein Jahr an dem Werk Risse in der Gesellschaft gearbeitet, kann man doch sagen. Als wir von der Kreissparkasse Badenhausen den Titel Risse in der Gesellschaft gewahr wurden, haben bei uns sofort die Alarmglocken geklingelt. Wir haben sofort gesagt, jawohl, da ist einer unter uns im Landkreis, der sofort die Finger auf die Wunden legt, der weiß, wo es in der Gesellschaft knistert, der weiß, wo es hapert, der kennt die Armut, die Unmenschlichkeit, die zunehmenden sozialen Spannungen. Keiner kann es besser, als dem Gewissen mal einen Fußtritt zu geben, wie sagt man, er weiß, wo es zwickt. Und das veranschaulicht keiner besser als mit seinen auffühlenden Darstellungen als unser Herr Schmischaschik. Ich darf Ihnen nun jetzt im Namen Herr Schmischaschik der Kreissparkasse Badhausen den ersten Preis, einen Scheck in Höhe von 5000 DM, überreichen. Bitte, Herr Schmischaschik. Bitte. Herr Pflanzl, ein bisschen näher zum Kunstwerk. Ja. Und einen Scheck höher, bitte. Ja. Ja, Sie kriegen ja dann das Geld, Herr Spitzer. Ja. Herr Pflanzer, ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage, wie lang, unsere Leser würde es sicher interessieren, wie lang geht jetzt die Ausstellung? Ja, noch heute den ganzen Tag bis 18 Uhr. Bis 17.30 Uhr, 17. Herr Pfeiffer, bis Schalterschluss. Was? 17. Wie lang geht die Ausstellung? Bis Schalterschluss noch, bis Herr Schmidt-Scheißer. Sagen Sie mal,
Haben Sie einen Arsch offen oder was? Wissen Sie, wie lange ich da hingearbeitet habe? Ja, ein Jahr lang. Ja, hat Ihnen denn die Frau Kuschmelka nicht gesagt, wir haben doch... Wer ist denn bitte schon Kuschmelka? Aber Herr Schmitz, die Frau Kuschmelka hat doch... Wir haben doch das alles... Weil morgen ist doch Weltspartag... Ich kenne überhaupt keine Frau Kuschmelka. Aber morgen ist doch Weltspartag, da muss doch das Ganze... Die ganzen Sachen müssen wieder weg, weil da kommen die Sparschweine her und die Luftballons her, Schmitz. Sagen Sie mal, wissen Sie, was Sie mit kennen? Sie, das Kinder, die Sparschweine, die können das gleich hinstellen. So ein scheiß Provinzverein, hört man sich gleich denken. Aber Herr Schmidt, scheiße, Sie haben doch... Was ist der Endruck? Nein, ich kann nicht mehr gründen. Jetzt hat er noch ein Albrecht Brecht zitiert. Diese Künstler sind spielen wie die Leute, aber zum Geld haben sie immer ein bisschen ein gebrochenes Verhältnis. Ja, ich würde sagen, bevor es jetzt dann ein Catering gibt, unser Herr Fleischmann hat ein paar Amis Girls und ein bisschen was hergerichtet, dann hören wir jetzt noch was, und zwar unser Herr Spitzer spielt uns jetzt noch was vor, aber ein bisschen was nicht modern, ein bisschen klassisch. Ja, einen Galopp d'Europ. Ich mache übrigens nach Einsicht in seine Bankauszüge, haben wir festgestellt, der neue Anwärter für den nächsten Preis steht bereits fest.
Sonntag ist der Papa endlich mal daheim. Die Mama und die Kinder, alle tern sich frei. Der Sonntag, der ist heilig, da hat der Papa Zeit. Der Tag gehört der Familie, mei ist dieser Freit. Der Papa wieder Fernsehschau, Fernsehschau, Fernsehschau. Der Papa wieder Fernsehschau, in der Wohnung daneben geht's lustig zu, Gebrüll, ein Mordsgeschrei. Ich bring dich um, du Stein, du Metz, Hilfe, Polizei. Der Nachbar fotzt sein Frau und Kind, man hört was Dumpfes krachen. Geh weiter, Mama, sei so gut, du bist ein lauter Mann. Komm mal denn nicht einmal in Ruhe. Fernsehschau, Fernsehschau, Fernsehschau. Geh weiter, huckt euch zu, geht immer wieder. Fernsehschau, Jamba, Fernsehschau. Auf der hohen Neun, da johist frisch, die Sinnerin, die Zins. Sie wart auf ihren liebsten Pum, das ist der Jagerlitz. Da hier's na Schoki immer, Bola Wettoljo. Auf dem Buckel einen Gramsbock, in der Hand ein Video. Fernsehschau, Fernsehschau, Fernsehschau. Geh weiter, ich habe ein super Video von der Bert Deuse. Fernsehschau, ja, der Fernsehschau. Die Nacht senkt sich ja nieder über'n Vatikan. Der Papst ist gerade der Polnische, auf einmal klopft mir an. Der Ratzinger in Schlafanzug kommt ins Zimmer, grinst. Exzellenz im bayerischen Fernsehen wird gerade der Hex verbrennt. Ich habe mich gerade derartig geärgert. Es muss aber auch nicht sein. Okay, das braucht's nicht. Nein, weil das nicht sein muss. Nein, kommt der Sankerl daher, ich spreche von meinem Sohn, nein, und bringt einen Fünfer in Geschichte. In Geschichte, einen Fünfer. Das ist doch, wenn er eine Religion gehabt hätte, hätte ich gesagt, bitte, nein, schwamm drüber. Aber Geschichte ist doch ein Fach, da hat man sich doch immer interessiert, das Geschichte ist doch etwas, ne? Oder? Ja, warum hat er einen Fünfer? Ne? Weil er den Kaiser Nero nicht gekannt hat. Ne? Geht auf ein bayerisches Gymnasium und kennt den Kaiser Nero nicht. Ne? Den hat er verwechselt mit diesem Schwarzenegger. Ne? Ja.
Ja. Dabei weiß doch jeder Mensch bei uns, dass der Kaiser Nero der Peter Ustinov ist. Wissen Sie, na, Geschichte ist doch immer, ich meine, Geschichte, das ist doch für mich etwas, wie soll man sagen, ich habe selber immer, nicht, was hat man an Geschichte, wenn die diese Wagen rennen, nicht, wenn die dann durch die Arena und die Pferde getrampt, nicht wahr, und dann ist wieder einer runtergefallen und von den Pferden zerstampft worden, ne, dass das Blut gespritzt und, na, man, sogar im Kino, ne, ah, da war was los, nicht wahr, Geschichte, ne, oder wenn die diese Christen zu Fackeln verarbeitet haben, ne? Ja, weil die Straßenbeleuchtung in Rom so schlecht war, ne? Das war doch, ne? Da ist geschichtliche Prozesse, ne? Das ist, schauen Sie, ich selber habe die französische Revolution, die habe ich selbst noch auf Schwarz-Weiß gesehen, ne? Trommelwirbel, und dann, ne? Das war die Guillotine, der Vorläufer der Friteuse. Ne? Entschuldigen Sie, blöder Karlauer. Aber ich meine, nein, aber ich sage ganz ehrlich, wenn ich diesen Nero-Film nicht gesehen hätte, wüsste ich heute noch nicht, dass dieser Ustinov Rom angezündet hat. Wissen Sie, ich kann ein bisschen kann ich mitreden. Ich meine, gut, ich habe den deutschen Film nicht geprägt, das wäre jetzt, das ist klar, ich glaube natürlich, aber ich bin von Anfang an dabei. Schauen Sie, den deutschen Nachkriegsfilm, ich war von Anfang an Komparse. Ich habe als Komparse, fragen Sie irgendeinen deutschen Filmregisseur, der nicht mit mir gearbeitet hat. Da können Sie nehmen einen Werner Herzog, da nehmen Sie einen Wim Wenders, nicht wahr? Nehmen Sie einen Fassbinder. Ich könnte Ihnen da Anekdoten erzählen, da würden wir, ach, da wir, na, verstehen Sie? Ach du lieber Gott, wollen Sie eine hören? Naja, also passen Sie auf, schauen Sie, das war, werde nie vergessen, ich arbeite zusammen mit Fassbinder und spielte mit der Schauspielerin Hanna Schikula. Die Hanna Schikula, ne, Sie wissen. Und meine Aufgabe war, darzustellen, wie Hanna Schikula an mir vorbeigeht. Und ich kann mich sehr gut erinnern, nicht wahr? Diese arme Schikula musste dann eine Rolltreppe rauf, runter, den ganzen Tag, nicht wahr? Von Tagesanbruch bis Abend, fast wieder, war ja nie zufrieden. Nie zufrieden. Und ich erinnere mich wie heute, das ist mir heute noch transparent, nicht wahr? Wie diese arme Schikula dann gesagt hat, nicht nur, dass sie es gesagt hat, wie sie es gesagt hat, sagt sie zu mir. Wörtlich hat sie gesagt. Mein Gott, hat sie gesagt. Diese Rolltreppe. Das war die Hanna Schikula. Wissen Sie, ich meine, ich sage, wissen Sie, ich bin sowieso zur Zeit, wenn man immer den deutschen Film für tot erklärt, nicht wahr? Man sagt, wir in Deutschland, wir hätten keine Filmstare. Natürlich haben wir Filmstare. Aber man muss auch einem deutschen Schauspieler mal eine Rolle geben. Ja, dass einen den Namen Rolle verdient. Warum gibt man international reputierten Leuten wie einem, nicht mal eine Rolle? Verstehen Sie? Ne? Ein Wussow könnte doch zum Beispiel mal einen Frauenarzt spielen oder sowas. Oder man sagt, wir in Deutschland haben keine Drehbücher. Natürlich haben wir Drehbücher. Drehbücher sind da! Nicht mal, meine Wenigkeit, ich habe 30 Drehbücher, habe ich Ihnen geschickt. Nicht meine Antwort. Sie sind sich ja viel zu fein. Und das ist die letzte Chance, die ich Ihnen gebe. Ja, das ist ein deutscher Spielfilm, die Vorlage für einen deutschen Spielfilm, wo alles drin ist, was ein internationaler deutscher Spielfilm in sich birgt. Tragedy, Comedy, Crime, Sex. Nicht wahr? Platz, Wetten, Tiers, alles, was Sie wollen. Ja, ich kann Ihnen ja ganz kurz, damit Sie sich das mal imaginieren, also der Titelheld bei mir heißt Kreischke. Kreischke lebt zusammen mit einer Lebensgefährtin. Er lebt zurückgezogen, etwas amorph, in München-Haidhausen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Nicht wahr? Er lebt so vor sich hin, amorphelt vor sich hin, also ohne besondere. Eines Tages geht er runter, nicht mal im Morgenmantel, um
die Post zu holen, die Zeitungen öffnet einen Brief, da, ein Drohbrief, da steht davon. Ich war Kreischke, ich war, er ist vollkommen erschwitzt. Ich war, Drohbrief, vor 2 Jahren in etwa, nicht wahr, ist es passiert. Er hatte einen Disput mit einem Vis-a-vis, nicht wahr, der Disput wurde hart geführt und zufällig hatte Kreischke einen Peacemaker bei sich, nicht wahr, und so löst er die Diskussion. Nicht wahr, das Vis-a-vis fiel um. Daraufhin musste Kreischke fliehen, er ging zur Fremdenlegion und so weiter, eine ganze Biografie hat sich aufgebaut und jetzt da, der Drohbrief. Ich war ja panikt, Kreischke ist außer sich, im Morgenmantel, nicht wahr, flieht er noch nach Wien, von Wien geht's rüber nach Teheran, Kabul, dann runter nach, sagen Sie es halt irgendwo, nicht wahr, Ceylon, bis er schließlich in Bangkok landet. Kreischke irrt durch die Straßen von Bangkok, er ist vollkommen der Drohbrief, nicht wahr. Durch Zufall trifft er dann auf eine schöne Dame, eine interessante Person, eine, naja, etwas ambulante Person, eine schöne Euroasiatin. Es kommt zum TAT. Doch plötzlich, da sind sie da, die Drogenmafiosi, sie kidnappen vor Kreischkes Augen die Frau, führen sie in einen Helikopter, fliegen mit ihr den Pazifischen Ozean, werfen die Frau ins Meer. Und da kommt er schon, schnapp, der weiße Hai. Wie war, die Frau ist weg, jetzt ist natürlich Kreischke außer sich. Er ist chaotisiert, flieht von Teheran rüber nach Toronto, von Toronto nach, sagen Sie halt irgendwo hin, nicht wahr, Buenos Aires, bis er schließlich in Bogotá landet. Er irrt durch die Straßen von Bogotá. Ich war, dort trifft er durch Zufall wieder eine schöne Frau, eine Euro-Indianerin diesmal, nicht wahr, eine etwas ambivalente Person. Nicht wahr, es kommt zum TAT, da plötzlich wird Kreischke wieder entführt, die Drogenmafiosi sind da, sie führen Kreischke in einen Keller, in ein Labor und da implantieren sie in seinen Körper einen Virus, einen Killer-Virus, der Kreischke nichts anhaben kann, aber immer, wenn eine bestimmte Melodie in der Nähe ertönt, da-ra-ri-ra-ra-ra-ram, fängt Kreischke zu schwitzen an und über die Schweißperlen tritt der Killer-Virus aus ihm heraus und stürzt sich auf das Vis-a-vis. Nicht wahr? Und deshalb ist der Titel dieses meines deutschen Spielfilmes Der Transpirator. Ich stört
stürzt ab beim Winter raus, auf Misthaufer gleich unter'n Haus. Da drückt mir's gewiss, nun ich enter gleich in Alerting online zum Beichten. Nein! Ich bin am Window gewesen, was wird mit meiner Software geschehen? Zur Hose betest du, mein Sohn, 10 Vaterunser für die Telekom. Oh, Microsoft im Cyberspace drum, vergib mir meine Schulden bei der Telekom. Gepriesen sei dein Giganomen aus Apple, Amen. Wir haben gesagt, Marille, Marille, du konntest ja mit uns gar nicht mitfliegen, das letzte Mal, gell? Weil da hast du immer noch einen Führerschein gemacht, gell? Sie hat ja 93 Stunden gebraucht, gell? Das hat sich schon hingezogen. Haben wir gesagt, Marille, außerdem, wir sind ja damals auf die Virgin Islands, gell? Das war aber ein Benefiz-Essen. Das war doch dieses Lobster-Festival. Zugunsten der Tiramisu-Geschädigten, gell? Aber wir haben gesagt, nein, Marille, diesmal machen wir was anderes. Wir machen diesmal diesen Gastronomic-Adventure-Trip, gell? Und da bist du dann dabei, gell? Und wir haben, also der Gastronomic-Adventure-Trip wurde von der Zeitschrift nicht essen und trinken. Das ist auch nicht der Feinschmecker, das ist, das ist Le Gourmet, gell? Der Le Gourmet, die haben das praktisch organisiert. Und dann sind wir an dem Donnerstag, wo es so saukalt war, da sind wir vom Franz-Josef-Strauß-Airport sind wir weggeflogen, nonstop über Singapur nach Sydney. Also Sydney, wegen Sydney braucht man nicht hinfliegen, gell? Also Sydney ist nicht, nein, das ist auch Sydney, das ist, mein Gott. Das ist sowas wie in München, Neuperlach, gell? Das ist halt heißer, gell? Aber verstehen Sie, das war ja, Sydney war unser Headquarter, gell? Von Sydney aus war dann der erste Gastronomic-Adventure-Trip und zwar unter dem Motto Essen wie vor 10.000 Jahren. Gell? Wir, ja, und dann sind wir, ja, wir haben, das ist so ein Motto, gell? Aber Essen wie vor 10.000 Jahren, da sind wir dann übergeflogen zu diesen Aborigines. Gell? Wir haben halt wirklich gemeint, das ist ein Motto oder so. Dabei fressen die wirklich wie vor 10.000 Jahren. Gell? Ja, das wussten wir ja nicht, gell? Was die uns da serviert haben, also das ist bodenlos. Bodenlos, gell? Diese Aborigines, da haben sie einen, wie soll ich sagen, so Termiten-Ravioli, gell? Und das steht ja da hin, gell? Und wie der Vati das essen will, dann kommt der Bürgermeister oder was er ist, daher und spuckt dem Vati auf die Ravioli drauf. Der Vati hat sofort den Guide kommen lassen und gesagt, sieh, der spart auf meine Termiten-Ravioli. Dann hat er gesagt, ja, das ist bei denen so Usus, gell? Nein, dann sagt der Vater, ja, sagen Sie mir mal, ob er nicht weiß, dass die 10.000 Jahre vorbei sind, gell? Na, also, was sich die erdreistet haben, gell? Fürchterlich, und diese Timitten-Ravioli, die waren schon so trocken, gell? Der Vater hat reingebissen, das hat gestaubt, gell? Der Vater hat gesagt, ein Kugelhupf ist ein nasser Schwamm dagegen, sagt der Vater, gell? Nein. Also, was die sich da, also, nein, dann haben sie einen, sagen Sie es mal, ja, zum Beispiel Heuschreck, gell? Haben sie einen Heuschreck serviert, so groß wie ein Dackel, gell? Aber den Heuschreck selber essen sie nicht, gell? Nein, den essen sie nicht, gell? Sie essen nur seine Exkremente, gell? Auf Deutsch gesagt, den Scheißdreck, gell? Gell? Dann haben sie Pfefferminzsoße drauf, gell? Der Vater sagt, muss ich jetzt 20.000 Kilometer fliegen, dass ich da eine Pfefferminzsoße krieg, gell? Fürchterlich. Nein, also wir waren top. Wir haben drei Klasse gehabt, wie wir dann wieder in Sydney waren. Gell? Aber dann, ich muss sagen, dann gab es also schon auch interessante Sachen. Wir sind dann, jetzt waren Sie mal, das war der Donnerstag, Freitag, sagen Sie so, das muss da mit dem Jetlag, komm immer durcheinander, gell? Der Jetlag, das ist auch so, naja. Und dann waren wir, jetzt pass auf, dann sind wir nach Tasmanien, gell? Und in Tasmanien hat schon interessante Sachen gegeben. Also zum Beispiel, sie haben serviert ein Carpaccio,
ein Beinschinken vom Koalabären. Gell? Der war schon sehr zart. Gell? Aber dann haben sie da wieder eine Pfefferminzsoße drauf gehabt. Die haben auch fast eine Pfefferminzsoße drauf. Gell? Ne, weil, wissen Sie, diese Australier haben die schwere Bürde der englischen Küche angetreten. Gell? Und dann haben wir, jetzt warten Sie, was war da noch? Ja, dann haben wir zum Beispiel gegessen, in Tasmanien war das, einen Flamingo-Zungenauflauf. Gell? Es hat geheißen Flamingo-Zünger, Flambé, an Bordeaux-Wein. Gell? Jetzt war aber gerade diese Mururoa-Gaudi mit diesen Atomtests. Gell? Jetzt ist der Guide gekommen und hat gesagt, ob man ausnahmsweise, sagt er, vielleicht statt diesem Bordeaux einmal ein kalterer See zu uns nehmen, gell? Dann hat der Vater gesagt, noch saufen wir ein kalterer See, gell? Wenn wir dem Chirac uns auswischen können, gell? Warum nicht, gell? Naja, auf alle Fälle, sie haben sich sehr bemüht, aber dann kam diese Enttäuschung, gell? Dann kam diese Enttäuschung, gell? Also für den Vater war da, aber für den Vater Schluss, gell? Nein, aber für den Vater war die Reise passé, gell? Weil, wissen Sie, es hat auch so geheißen, im Prospekt ist es drin gestanden, gell? Es hat geheißen, wir erhalten den Tafelspitz von einem Riesenwaran. Gell? Und im letzten Moment kommt der Guide und sagt, na, der Riesenwaran, der ist nicht mehr, den kriegt man nicht mehr, gell? Weil der ist vor 3 Monaten ausgestorben, gell? Ja, also den Zahnarzt-Ehepaar aus Bullach hat den letzten gefressen, gell? Ja, also, da war der Vati, wissen Sie, nein, der Vati war, wissen Sie, da war's aus mit Vati, gell? Weil der Vati gesagt hat, einmal in seinem Leben hätte er noch so gerne mal was Ausgestorbenes probiert, gell? Ich meine, Sie haben sich sehr bemüht, gell? Sie haben uns dann ersatzweise diese Eier serviert da vor die Riesenschildkröten, gell? Der Guide hat gesagt, er ist zuversichtlich, die sterben auch bald aus, sagt er, gell? Aber da haben sie dann wieder eine Pfefferminzsoße drauf gehabt, gell? Naja, so lange Rede, kurzer Sinn, und dann kam der Höhepunkt der Reise, gell? Das war jetzt dann wieder, jetzt waren Sie diese, Freitag, glaube ich, gell? Also auf alle Fälle, es hat geheißen, wir fliegen zu den Papalangi, gell, das sind diese Man-Eater. Wobei jetzt sagen muss, der Begriff Man-Eater ist ja missverständlich, weil sie essen ja Frauen auch. Gell? Und dann sind wir rübergeflogen, gell, und ich sag's ihnen, eine Hitze, eine brüllende Hitze, also mit dem Range Rover, bis man durch den Schlamm, da durch den Bad, stundenlang, bis man zu den Man-Eater hinkommt. Gell, der Stamm ist ja erst vor einem Dreivierteljahr entdeckt worden. Gell, aber sie sind bereits katholisch. Gell? Ja, sicher. Also den Papst kennen Sie, gell? Der eine, der hat sogar eine Fotografie vom Kardinal Ratzinger dabei gehabt, gell? Und ich muss auch sagen, wissen Sie, wie Sie uns empfangen haben? Diese Menüte, gell? Also Sie sind von einer Ungeniertheit, sind Sie, gell? Also wie Sie getrommelt haben, gell? Mit einer Imbrunst, die trommeln ja für ihr Leben gern, gell? Stille Nacht haben Sie getrommelt und so weiter, gell? Und ja, und das muss ich sagen, und dann ist der Guide gekommen und hat gesagt, er möchte uns jetzt bloß also Instructions geben, sagt er, gell? Er möchte uns darauf aufmerksam machen, wer jetzt dann kein Menschenfleisch nicht essen will, sagt er, der braucht's nicht. Nein, er sagt, der muss nicht, der kriegt auch ersatzhalber Risotto oder Tiroler Gerösten oder sowas, gell? Nur der Vati hat gesagt, kommt gar nicht in Frage, sagt der Vati. Es steht im Prospekt drin, sagt er, wir haben es bezahlt, wir haben es gebucht und wir essen es auch. Gell? Und ich muss auch sagen, wissen Sie, die Man-Eater, wie sie gedeckt haben? Gell? Also das ist kein Plastik. Gell? Keinerlei Plastik, alles schon Porzellan. Sie haben das gedeckt, dass man sagt, diese Man-Eater. Gell? Sie haben ein Gusto. Gell? Sie, wie soll man sagen, sie wissen genau, das Auge ist mit. Gell? Also sehr schön. Nur unser Vati ist seit dieser Rinderwahnsinnsgeschichte, ist der Vati, was das Fleisch angeht, äußerst etipetit, gell? Nein, der Vati hat gesagt, der hat den Guide kommen lassen und gesagt, bitte verraten Sie mir, woher kommt das Fleisch, gell? Aber der Guide hat ihn gleich beruhigt, hat gesagt, nein, sagt er, also er verbirgt sich dafür, nur beste Ware, sagt der Guide, gell? Also da, jede Garantie, er sagt, das Fleisch, das ist, naja, er sagt, wenn Sie einmal erwischen, for the boat's people, sagt er, gell? Oder in Ausnahmesituationen, wenn er hergeht, sagt er mal ein Blauhelm, gell? Nein, aber er sagt, nein, er sagt, wenn ein Engländer dabei ist, den lassen sie sowieso wieder laufen, sagt er, gell? Also ich muss sagen, also verstehen Sie, wenn man so ist, also vom,
vom Geschmacklichen her würde ich sagen, na ja, wie schmeckt es? Es marschiert ein bisschen in Richtung Kalbfleisch, gell? Bloß dann haben sie wieder eine Pfefferminzsoße drauf gehabt, gell? Nein, also ich sag ganz ehrlich, ihr müsst nicht jeden Tag ein Menschenfleisch haben, gell? Das Marilla hat gesagt, nein, das muss nicht sein, nein, muss nicht haben. Nein, ich muss wirklich nicht haben, gell? Aber auf der anderen Seite, ich sage mal, wissen Sie, man war einmal dabei, man hat es probiert, gell? Man kann halt doch einmal mitreden, gell? Also wiederschauen, auf Wiedersehen. Sechsseitige spanische Sperrholzgitarre und Drehleier. Drehleier ist ein Holz mit lautem Instrument. Und das Stück heißt Drehleier unplugged. Die jemals stattgefunden haben, waren die Französische Revolution und die jüngste und erfolgreichste war die Biergarten- und Kruzifix-Revolution. Ich weiß noch, Leute, ich weiß noch, gesagt haben, machen wir eine Revolution, machen wir keine Revolution, machen wir eine Revolution, aber wenn wir eine Revolution machen, machen wir eine Super-Revolution. Tipptopp-Sache. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, also wer nicht direkt am Odeonsplatz war, der hat die Gelegenheit gehabt, dass es im bayerischen Fernsehen anschauen hat können. Es war die erste Demonstration, die jemals live vom bayerischen Fernsehen übertragen worden ist. Super, super Übertragung. Thank you.
los, das Urteil ist gesprochen. Der Antichrist in Karlsruhe, der hat die Sünde verbrochen. Unser Bub ist Abendland zerstört mit satanischen Tricks. Aus allen bayerischen Schulen verbannt das Kruzifix. In ganz Bayern herrscht Verzweiflung, nur am Gau ist gefeit. Bei den frommen Herrgottschnitzern Massenarbeitslosigkeit. Alle Kreuzfahrten werden abgeschafft, das Rote Kreuz verboten, die Gipfelkreuze umgesägt von Ketzern und Chaoten. Nach Kastelruth in Südtirol flücht jetzt Regierung ins Exil. Die stille Hilfe Südtirol finanziert das dumme Ziel. Solidaritätsbekundungen kämen aus St. Pölten und die heran. Der Bettstein bittet Asyl, drum in Kurdistan. Die GSG 9 hat Wildbankrott ganz fest in ihrer Hand. Doch in den bayerischen Biergärten, da wächst der Widerstand. Und siehe da am Brenner, versammelt sich ein Heer. Der Stäuber zirkt mit Kreuz voran und stündlich wird ins Meer. Apostik führt vom Ratzinger, dem alten Ayatollah, mit schweren Schneekanonen die Gebirgsschützen Hisbollah. Der Gauweiler, der Heider, alles marschiert in Trachtenjacken. Gar manches Kreuz, das mitgetragen wird, das hat ein kleiner Haken. Der Stäuber führt den Kreuzzug in den Heiligen Krieg. In München beim Oktoberfest, er kämpft, den sie den Sieg. Bayern ist jetzt wieder Gottesstaat, es herrscht der wahre Glauben. Ein jeder BMW kriegt vorn, na Kreuz auf Kühlerhaum. Die Kirchen im ganzen Bayernland sind endlich wieder voll. Und alle machen bei der Wahl das Kreuz an der rechten Stall. In der Schule gibt's wieder Prügelstraf, wer einen Rosenkranz nicht kennt. Und in Memmingen haben's letzte Woche ein Waldorf-Hex verbrennt. Wir sind hier von dem Himmel gefragt haben, wo er den hängen will. Sagt er von mir aus überall, bloß in keiner bayerischen Schule. Liebe Leute, es ist mir eine Freude, einmal endlich herzlich eng da begrüßen, da, zu mingen da in der Stadt. Weil wir haben uns gedacht, es ist wirklich eine große Leistung gewesen, dass Sie uns immer diese stille und lautlose Hilfe zuteilen lassen in Südtirol. Und wir haben uns gedacht, es müssen wir auch bekommen, senk. Na ja, sagen wir, wie gesagt, herzlichen Dank. Wir können auch bestätigen, dass wir mit dem Geld, was es uns gibt, sorgfältig umgehen. Gell? Wir kaufen nur den ganz günstigen tschechischen Sprengstoff. Und es ist auch, wir möchten uns auch bedanken bei Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Enkel Erich Kiesel, Enkel, ehemaligen Bürgermeister. Wir wünschen ihm, dass er noch recht lang krank ist. Damit er nicht so schnell zum Blättschacher einrücken muss. Und wir können am Kiesel Erich auch bestätigen, dass er Heiseli, was er so günstig hat kriegen können bei uns daheim, dass wir das bewachen rund um die Uhr, und wenn er schon ein Licht kommt, noch dreimal im Monat auf den Hosen habe, da ist ja mal Dörgelern verkehrt. Okay? Aber liebe Leute, bevor wir jetzt nachher alle miteinander in den Chor einstimmen und miteinander singen zu Stadelheim in Banden, da habe ich eigentlich etwas mitgebracht, das ist ein Schmankerlin, ein akustisches Schmankerlin zum Unhören. Da sind wirklich wunderbare Sachen dabei, und zwar Gebirgsschützen-Meditationen für stille Stunden, wenn man mal meditieren möchte. Und zwar haben wir da Schmankerlen. Das erste, was wir haben, das ist von 1947, ist das aus Bergiselschießen. Und ja, das spiele ich jetzt mal vor, da muss ich mal zulassen, jetzt sage ich mal Silenzium. Das ist etwas Herrliches. Ich meine, wir haben jetzt.
Ich habe noch was anderes da, das ist von 1958, ist das. Das ist im Pfanzensfest, ist das eine Meditation. Da kann man nur sagen, also herrlich, Pfanzens, aber ich bin sehr froh. Stört mir nicht, da ist der Ton nicht ganz sauber gewesen, gell? Da müssen wir noch einmal wiederholen. Müssen wir es noch einmal. Warte mal, ich spiele mir so und jetzt! Ja, ich weiß, das sind Delikatessen, sein das, gell? Also, ich kann euch bloß sagen, das Kassettele haben wir mitgebracht für Henk. Wenn ihr das kennt, ist kaufen, käuflich erwerben für 25 Mäkel. Seid ihr dabei? Wenn wir, da können Sie es wieder um eine stille Hilfe gewährleisten. Und zum Schluss sage ich noch ein Sprichele. Ist der Weg auch noch so steil? Ein bisschen hab's Geduld, weil vier denkt noch. Kameradin, wir sind heute hier angetreten,
Und es ist ein Patronatstag unter der Schirmherrschaft unseres Ministerpräsidenten Dr. Eberhard Stoiber, um unserer tapferen Helden zu gedenken, die unter Einsatz ihres Lebens die bayerische Heimat verteidigt haben. Wir gedenken heute an diesem Tage der Opfer von 1705. Eine Horde österreichische Pandolen hat damals versucht, unsere Heimat in den Würgegriff zu nehmen. Und die tapferen Oberländler haben versucht, das Geschwirr hinauszuschmeißen. Aber wie so oft in der Geschichte, durch Verrat von einem Weibers wurde die Sache vereitelt. Und dadurch kam es zum Mord beinahe von Sendling. Ich möchte hiermit betonen, Sendling darf sich niemals mehr wiederholen. Wir stehen heute, Kameraden, vor schwierigen Aufgaben, die sehr schwierig sind. Weil wir nicht wie nur damals vom äußeren Feinde bedroht sind, nein, es ist diesmal auch der innere Feind, der uns bedroht, obwohl ich hier sagen möchte an dieser Stelle, dass der innere Feind ebenfalls von außen hereinkommt. Es ist immer eine Minderheit, die wohl die Mehrheit terrorisiert und schikaniert, sodass wir sagen können, der innere Feind ist wahrhaftig die Minderheit. Die Minderheit, die überall drin sitzt, wie bei uns im Fernsehen, wo man die Freiheit hat, der Mehrheit unserer Bürger Bilder vor die Nase zu setzen, dass es einem graust. Wie zum Beispiel Fleischreste, wo die Hühner und Würmer drin sind, dass einem fast schlecht wird und man Körner fressen soll und unsere Landwirte kein Fleisch mehr verkaufen soll. Diese Körnerfresser sind nur ein Beispiel, wie eine Minderheit eine Mehrheit terrorisiert, dass wir Mehrheit zum Psychiater gehen sollen, damit uns beim Anblick von einem Schweinsbraten nicht schlecht werden soll. Dieselbe Minderheit ist es auch, die bei unsere Biergärten schließen möchte, weil es ihnen nicht passt, dass die Mehrheit unserer Bürger am Bier eine Freude hat. Dabei sagen wir in Bayern seit Jahrtausenden entschieden jawohl zum Bier. Unser Bier ist mit unserem Glauben aufs Innigste verbunden. Weil wir nicht wie manche andere Leute eine Religion haben, die gegen das Bier sind, sondern wir unsere Klöster zeigen, wir eine Religion haben wie die katholische, die das Bier ja sogar noch selber braut. Und ich möchte sagen, immer mehr Minderheiten, Individuen, Singles, manche haben sogar die Freiheit, sich als Künstler zu bezeichnen, wollen unseren Glauben verhunzen und unser Land verhungern. Wie erst neulich, wo man es gewagt hat, im Wohlfranzhausen auf die Brücke eine heilige Mutter Gottes hinzustellen im Minirock mit Schlüpfer, dass man reinschauen kann, dass einem nichts anderes übrig bleibt, als so ein Schandwerk in den Fluss hineinzuschmeißen. Dieselbe Minderheit ist es auch, die sich jetzt natürlich in den Straßenverkehr mischt. Geschwindigkeit 30 genügt ihnen nicht ein. Jetzt wollen sie Verkehrsinseln haben, Stolperschwellen, weil diese Minderheit nicht akzeptiert, dass sie in einem Land wohnen, wo es Menschen gibt, denen es pressiert. Ich möchte einmal sagen, was diese Minderheit für Schäden anricht, geht in die Milliarden. Ich möchte sagen, sie sind auch gegen alles. Will man eine Verkehrsstraße haben, sind sie dagegen. Tunnel und wenn er noch so vernünftig ist, gegen Atomkraftwerke sind sie sowieso, weil sie wollen, dass wir wieder in Höhlen wohnen. Ja, hält man uns den für dumm? Die Münchner nennen, Münchner sind lauter Preisen und die nennen sich Münchner. Immer mehr Neger stellen sich als Deutsche dar. Ja, immer mehr dieser Minderheit drücken in unser Land herein und behaupten frech, sie wären mir. Ich kann nur sagen, Kameraden, jetzt heißt es aufgepasst. Wir haben eine lange Tradition mit Namen wie Graf Arco, der diesen Schlawiner gezeigt hat, wo der Bartel den Mostold, als sie versucht haben, unsere Heimat an die Bolschewisten zu verkaufen. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, dass ich den Hut ziehe vor Persönlichkeiten, die Zivilcourage haben, auch wenn sie persönliche Verfolgungen
berufliche Verfolgungen, Ehrabschneidungen riskieren, wenn man in diesem Land nur wagt zu sagen, jawohl, ich sympathisiere mit der CSU. Ich möchte sagen, Herr Ministerpräsident, der Freistaat Bayern, das ist eine Demokratie und kein Mensch wird hier bei uns gezwungen, eine Minderheit zu sein. Ein jedweder hat das Recht, sich zur Mehrheit zu bekennen und sich anständig anzuführen. Und wenn er das tut, kann er in Ruhe auch einen Schweizbrand essen und ein Bier dazu trinken. Und in diesem Sinne waren die Opfer von 1705 nicht umsonst. Ich danke Ihnen. Wir möchten uns, weil ihr werdet es eh gleich merken, aber wir möchten uns bei euch entschuldigen, dass wir heute vor der Vorstellung Tzatziki gegessen haben. Es war, aber es war so günstig in der Kantine, haben wir es gegessen. War wirklich ein super Frühstück. Wir haben den Knoblauch nur gegessen, aber das war's. Thank you.
Das war mein Drachensong.